Ja, machen wir jetzt den sogenannten differenziellen Manchester Code. Gut, warum machen wir den? Weil der kommt nun leider vor in der Lohnübertragung, die wir ja als Gebäudeautomations-Feldbusebene noch kennenlernen werden. Und der hat dann gewisse Eigenschaften, die kann man nur verstehen, wenn man so ein bisschen in die Technik reinguckt, wie da ein Bit kodiert wird. Und das geht jetzt folgendermaßen. Wir haben jetzt eben gesehen, im Manchester Code steckt die Information in der Richtung der Flanke. Das wird jetzt geändert. Beim differenziellen Manchester Code macht man zwei Sachen. Erstens, zwischen zwei Bit, egal wie sie sind, gibt es immer einen Wechsel. Ist immer Flanke. Immer Wechsel. Was Wechsel und Flanke ist, haben wir eben gesehen, ist dasselbe. Bloß die Richtung spielt jetzt keine Rolle. Und bei einer 1, Pegel bleibt liegen. Und bei einer 0 wechselt der Pegel. Pegel wechselt. Das klingt erstmal nach Widerspruch. Aber wir werden gleich an einem Beispiel sehen, wie das genau geht. Also ich mache immer einen Wechsel zwischen zwei Bit und gucke immer vor dem nächsten Startpunkt, kommt dann eine 1, dann bleibe ich mit dem Pegel auf der Stelle, wo ich gerade bin. Kommt eine 0, dann muss ich den Pegel mit noch einer Flanke wechseln. Also wollen wir mal wieder oben genau das gleiche Signal übertragen. Also machen wir wieder 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Und sagen wir mal, machen wir den Punkt 1 am besten. Zwischen zwei Bits gibt es immer eine Wechselflanke. Das heißt, ich weiß, zwischen diesen Ziffern muss ich immer das Signal ändern. Dann muss das Signal von 0 nach 1 oder von 1 nach 0 gehen. Wie rum weiß ich noch nicht. Das ergibt sich erst, wenn da die Bits kommen. Und außerdem sehen Sie so, egal was für eine Datenrate über eine Dateninformation ich habe, ich erzwinge also hier immer eine Flanke. Zwischen zwei Bits gibt es immer Wechsel. Bedeutet auch hier führt das zur Autosynchronität. Das heißt, der Empfänger kann sich quasi auf diese Takte einsynchronisieren. Autosynchron. Nun wollen wir mal gucken. Also bei 1 bleibt der Pegel liegen. Ich muss jetzt irgendwie anfangen, sagen wir mal so. Ich fange mal hier mit einem Pegel. Sie ist ja ein Wechsel. So. Und der Wechsel von dem Bit davor. Und angenommen, ich bin jetzt hier. So, jetzt bin ich an dieser Stelle, dann sehe ich, da kommt eine 0 und eine 0 heißt, Pegel wechselt. Das heißt, jetzt muss ich bei der 0 also hochgehen und warte eine halbe Periode zwischen den Bits ab, was jetzt hier passiert. Jetzt muss ich runtergehen, weil dieser ist erzwungen und muss wieder an der Stelle bleiben. Jetzt kommt eine 1. Jetzt ist es anders. Jetzt heißt hier, die 1, der Pegel bleibt liegen. Das heißt, jetzt muss ich einfach nichts tun. Und jetzt kommt der nächste Zwangswechsel. Also ich mache mal Folgendes. Den Zwangswechsel, den mache ich mal rot. Damit ganz klar wird, der ist schon falsch. Das ist eben nicht der Zwangswechsel. Ja. Der Zwangswechsel in rot ist ja immer zwischen den Bits. Das ist der Zwangswechsel, Zwangswechsel, Zwang, 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 Zwang. Und das Signal ergibt sich jetzt mit gucken, ob eine 0 oder 1 kommt, ob ich liegen bleiben kann zwischen den Zwangswechseln oder nicht. Und jetzt sehen wir hier, bei der 0 muss der Pegel wechseln, ich muss also wieder runter. Kommt der Zwangswechsel wieder hoch. Und lande wieder bei einer 0 und wieder werde ich gezwungen zu wechseln. Und Zwangswechsel wieder hoch. Jetzt kommt die 1. Jetzt weiß ich, bei einer 1 kann ich mich ausruhen, entspannen
und muss erst hier wieder runter. Bei einer 0 wechselt er wieder. Jetzt kommt wieder der Zwangswechsel und hier bei einer 1 kann ich jetzt liegen bleiben. Und hier wieder bei einer 1 kann ich jetzt liegen bleiben. Also so sieht das Codieren beim differenziellen Manchester Code aus. Und das hat jetzt noch einen weiteren Vorteil, der gerade bei der Verkabelung der Lohnmodule eine doch nicht unerhebliche Rolle spielt. Nämlich Vorteil, weil die hier jetzt nicht mehr die Richtung von 0 nach 1 oder 1 nach 0 eine Rolle spielt, sondern nur die Länge der entsprechenden Impulse, ist es wurscht, wie rum sie das polen. Vorteil, man muss nicht auf Verpolung, man muss nicht auf Polung achten. Und die glauben gar nicht, was das für eine Arbeitserleichterung ist. Wir haben zwei Kabel und können diese Kabel anschließen, wie sie wollen. Und es ist immer, funktioniert immer. Das heißt, der Installateur mit diesen Kabelverbindungen, der braucht nicht eine Markierung auf dem Kabel haben, rot und schwarz oder sowas, plus minus, gar nichts. Der kann das Ding anschließen, die zwei Stück Kabel anschließen, wie er will. Na? Installation ist dann natürlich sehr einfach und fehlerarm. Gut, jetzt schauen wir mal, also wenn wir da zum Beispiel eine Mikrosekunde für einen so einen Impuls brauchen, dann ist die längste Pulsbreite sind 2 Mikrosekunden. Ansonsten haben wir eine Mikrosekunde, also das wären jetzt meinetwegen mit 2 Mikrosekunden 500 Kilohertz. Ein Megahertz würden wir bekommen, wenn wir in einer Mikrosekunde, also sagen wir so, das ist eine Mikrosekunde und das ist dann die Zahl bei Lohn, die wir dann entsprechend brauchen, um 8 Bit zu übertragen. Dann sieht man also, für jedes Bit brauche ich 2 Mikrosekunden. Dann habe ich für 8 Bit entsprechend 16 Mikrosekunden. Das heißt, ich komme auf ein Byte auf 16 Mikrosekunden. Und jetzt rechnen wir mal schnell. Das ergibt dann, also 8 Bit sind 16 Mikrosekunden. Das führt zu einer Datenrate von 62,5 Kilobyte pro Sekunde. Okay, so viel also zum Differential-Manchester-Code. So eine Aufgabe kann in der Klausur mal rauskommen. Ich gebe Ihnen die Bitwerte und sagen, wie sieht das Signal aus? Oder ich gebe Ihnen das Signal, wie sehen die Bitwerte aus? Also da muss man wirklich in diesen differenziellen Manchester-Code sich so ein bisschen reindenken. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber das wäre so eine typische kleine Übungsaufgabe, die Sie sich da mal machen können. Wie sieht der Code aus von folgendem Signal? Ja, Übung. Wie sieht Signal aus bei? Und jetzt machen wir einfach mal 1100010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bit, ist egal. Ja, wie sieht dieses Signal aus? Und dann können Sie sich ja selber mal überlegen, was da denn mal rauskommt. Versuchen Sie das mal so zu zeichnen, wie ich das hier vorgemacht habe.